Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Ah doch. Ah, okay, ich wollte schon sagen, warum konnte ich mich jetzt nicht bewegen? So, wir sind hier immer noch in Nagasta, beziehungsweise Nagasta Island. Und wir müssen. Wir müssen zurück, ohne drauf zu gehen am besten. Vielleicht muss ich doch. Kann man sehen? So, ich muss irgendwie hier durch. Ja, okay. Wir haben es geschafft, da rauszukommen. Boah, ich hatte jetzt voll die Panik. Hinter uns. Habe ich was gehört? Da ist einer. Komm, geh kaputt. Ist hier noch einer irgendwo? Okay, nee, hier ist keiner mehr. Seven gold pieces. Jo, alles klar. Können wir jetzt wieder gehen? In der Hoffnung, dass jetzt kein anderes Skelett oder Zombie uns hinterherkommt. Aber wir haben jetzt das Amulett aus der letzten Folge. Ich hoffe, die Zombies lassen uns jetzt wirklich mal in Ruhe. Und dass wir dann jetzt gehen können, ohne noch weiter Probleme zu kriegen. Hier müssen wir durch, ja? Genau, hier war das. Aber ich bin auch froh, dass die Zombies hier uns nicht allzu lange auf die Eier gehen. So, da ist die Straße, da ist der Weg. So, dann müssen wir jetzt erstmal zur Fähre kommen. Wie? War doch Fähre, ne? Ich glaube, man nannte das Ding Fähre. Zum Skelettboot. Müssen wir erstmal wieder zurück. Dann können wir gleich, sobald wir wieder drüben in Sicherheit sind, nochmal schauen, zu wem müssen wir das nochmal hinbringen. Ich habe das nämlich total vergessen, für wen das war. Ich glaube, Kataro hieß der. Ich glaube, der hieß Kataro. So. Musik startet auch schon wieder von neu. Nein, 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 nein. Zurück, zurück, zurück. Schnell. Ja. So, machen wir vielleicht so. Und Inventar hier. Wir brauchen das. So. Jetzt, ich wollte schon sagen, Cyrus, was machst du da? So, komm. Jetzt können wir endlich wieder zurück. Und wir verlassen die Insel der Untoten. So. Schön Ladebildschirm. Wir haben wenigstens das Amulett. Wir haben das geschafft. Und wir haben einen Weg gefunden, wie wir mit dem Dude hier überhaupt interagieren können. Kann ich auch. So. Jo, und hier macht man Safe Game am besten. So, Safe auf Cyrus. Ja. So, dann können wir jetzt auch mal wieder zurück nach Strossen Kai gehen. Ja, erstmal hier diesen Jump and Run. Ich glaube, damals war das echt häufig, dass man solche Dinger hatte. So Jump Runs in den 90ern. Ja, geil.
Ich hoffe, das schaffen wir auch bis dahin, bis zum Ende. Jo. Und komm. Ja. Boah, ich hatte jetzt voll die Panik. So. Ja. Da hinten habe ich einen Teil gesehen. Also rechts. Ja. Und. Ja. Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir raus. Von diesem Hindernisparcours hier. Geil, wir haben es geschafft. Wir sind raus. So. Wieder auf Cyrus. Und zurück nach Drossenkeil. Beziehungsweise, warte mal. Hier war das. In passing, Gusta mentions that there is only one surviving brother of Arkai. That the other became snared in his net 3 master moons ago. About the same time that Izara disappeared. Ngasta serves the Dedra Lord Clavicus Vile and says that Vile grants favors in return for each soul Ngasta delivers. Ngasta says that the governor is his generous patron and that the governor's policies bring Ngasta profit. The soul snare captures one through spirits unprotected by holy ritual or through spirit in unhallowed ground, according to Ngasta. Ngasta's soul snare captures the departed spirits of silly folk who neglect the sanctity of their souls. Ngasta grants that the Mage's Guild opposes the practice of his craft, but that the governor favors him over those of the Mage's Guild. Also, wir haben sehr viel Info von Ngasta bekommen. Izara is among the living, Ngasta assures you. Or he would know otherwise. Ngasta says that the deliver the amulet to the governor personally and that the contractor will pay the rest of the fee after the delivery. Okay, was war jetzt aber hier? Kotaro says that the suspect locals call Ngasta a necromancer. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen damit zum Palast. Wo ist denn das Ding? Das Amulett hier. Ja, schauen wir mal, was da gleich passiert. Da bin ich gespannt. So, Gegner gibt es hier auf jeden Fall noch einige. So, und ich frage mich, ich bin auch gespannt, wie lange wir eigentlich in diesem Let's Play hier noch brauchen werden. Bei Battle Spire will ich ja direkt danach. Und sobald ich die beiden kleinen Spiele von Elder Scrolls, diese kleinen Nebengeschichten, sage ich jetzt mal dazu, durch habe, starten wir direkt mit Morrowind an. Beziehungsweise nicht mit dem Vanilla Morrowind, sondern Open MW, also Open MY. MW. Entschuldigung, mein Englisch. Open MW. Und da habe ich einige geile Mods auch noch viel runtergeladen und installiert. So dass es dann ein bisschen mehr auf die Standards von heute kommt. Habe ich jetzt gestern, in der Nacht von gestern auf heute. Heute haben wir ja schon eigentlich Freitag, den 7. Juli. Freitag, der 7. Juli, wo ich das hier jetzt aufnehme. Und von gestern auf heute habe ich mal die ganze Nacht daran gesessen, Morrowind mal zu modden. Habe fast mein PC gesprengt, sage ich jetzt mal so. Wer weiß, vielleicht weiß einer von euch, was ich meine mit modden. Also, PC ist immer noch heile, also so mit PC gesprengt beim Modding. Weil ich bin ja niemand, der viel moddet. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Deswegen lese ich mir auch die ganzen Codes und so weiter, diese Readmes durch. So, okay, warte. Cyrus. Kotaro. Hello. Cyrus, you were supposed to be delivering that amulet. We had a deal. Ach so, ich muss den schon liefern. Ich hab das Amulett. Also ich muss das selber liefern, oder wie? Okay, So, bestimmt die
einige Modder von euch wissen wahrscheinlich auf jeden Fall, was ich meine. Mit PC gesprengt so, wenn man mit Mods gerade Anfänger ist und so selber modden, vor allem nicht über Vortex, sondern hier alles manuell. Kann auch sein, dass das irgendwie nur hier bei mir in der Ecke so eine Aussprache ist mit PC gesprengt. Ist es nicht wirklich gesprengt? Es ist halt nur... Ja, ich war einfach damit überfordert und mein PC auf einmal kriegt zu viel Leistung für Sachen, die gar nicht gebraucht wurden. So, reden wir jetzt mal mit dem. What do you want? Palace? This is the palace, correct? That's correct. I need to speak with Governor Richter. What business do you have with him? Deliver amulet. I have an item he is expecting from the necromancer. Very well, hand it over. Sorry, but it comes with a message for Richter's ears only. I'm gonna have to see him. That's not going to happen. Then he's never gonna see this amulet again. All right, Richter. You win. I'll signal you in. Wäre ich die Wache? Wäre ich diese Wache? Ich hätte Cyrus einfach mal erschlagen, sag ich jetzt mal so. Und den Amulett selber genommen. Das ist der Governor. This man insisted he deliver the amulet to you himself. A certain amount of persistence is admirable, isn't it, Draft? Very well. Your job is done. Give the amulet to one of the guards. Hold on, Governor. I have a few questions to ask you first about a woman named Hazara. He's no courier. This is not an audience, sir. You forget yourself. She's been missing for a few months and people think she may be in trouble. They also say you might have something to do with it. My lord? No, no, I'll handle it. I know of this Hazara, young man. Her troubles are of her own making, I'm sure. When you mix with thugs and murderers... Like I said, you might have something to do with it. Under Imperial law, the Restless League and this Hazara woman, known consort to the Confederate of the League, are guilty of piracy, sedition, and treason, and subject to summary execution. In my capacity as governor, such executions are my responsibility. But this Hazara has not come to my notice. And if she has disappeared, she has done so without my help. And now I have other pressing affairs. Are you saying she was part of the Restless League? You are dismissed, Courier. We don't seem to understand each other, Governor. Hazara is my sister, and this isn't an audience. It's an interrogation. Tell me all you know, or I'll give you more trouble than the League ever has. You would threaten an Imperial Governor? Are you simple? Threaten me, and you hätte ich vielleicht speichern sollen? And must die for the guards. Seize that man. Jo, okay, warte. Schnell. Kann ich ein Safe Game machen? So. Out of my way. Surrender now. Come on. So, komm, nein. God, I'm struck. Fall back and let me. Komm, geh kaputt. Jetzt habe ich definitiv ein Problem. God, I'm struck. He's yours. Alter, gegen drei gleichzeitig. Okay, den ersten habe ich. Habe ich noch Feldtränke? Ja. Nein, ich habe keine mehr. Okay. Yo. Okay, doch noch. This is the Red Guard file I've heard so much about. Young man, you've the makings of a fine swordsman. But by your actions, you condemn yourself and forfeit your life. Dram? Now, let me question this one. He is a fool, but fools can be useful. Was? Was passiert denn jetzt? Oh, meine Gesundheit ist wieder voll, immerhin.
Okay, ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal ein Safe Game. So. Wir sind wenigstens auf voller Gesundheit wieder. Talk to prisoner. Where am I? Beneath the palace. Ancient catacombs. A nice place to rot and die. Is Lara? Was there ever a young woman down here? Who knows? Not since I came here weeks ago. Who are you? Who are you? Why are you here? And just another league hero. Yeah, but no execution for me. Little torture, interrogation, and left to die in this hole. Fooled him though. I swallowed the key. Got it right here, see? Gibt er jetzt? Bit nasty when you're coming out the other end. Not looking forward to swallowing it again, though. Can't leave it around when they haul my corpse out of here. So, escape? We've got to escape. Do you know a way out of here? I'm going nowhere. That rack must have broken something. Legs don't move. The League? What about the League? The League? We're a dying breed, man. Like everything else in this town since Richten came. We may not be much, but we're all that's left. Is Zara in League? Richten said Zara is in the League. Is it true? I must know. Damn informers. Yes, Zara's one of us. She's on Richten's list, all right. Okay, find me. How do I find him? Why? You want to join? Right, how do I find them? Well, right after you bust out of here, you go to the lighthouse and signal the League. Lighthouse, wo ist denn? Yes, go on. Lighthouse. Like I said, ooh, getting dark in here. Getting really tired. Here, take this key. Ah, okay, jetzt habe ich den Schlüssel. Muss hier extra auf Enter drücken. Just listen. I'm losing. Take the damn key. Don't leave it here. Go to the lighthouse. Signal the League. Ist er tot? Key for what's the signal? Hey, you. Hey. Damn. Jetzt ist er tot. Kann ich looten? Damn, he's dead. Got to find a way out of here. Or I'll end up like him. Ich kann ihn nicht looten, okay. Okay, wo? Warte mal. Ah, ich habe nichts mehr. Losen Block. Losen Block. I can't use this by itself. Gibt's hier noch mehr? Ich glaube, hier gibt's mehrere. Ein Block haben wir ja schon. Da oben. Ah? Ja! Nein! Ich
raffe nicht die Steuerung. Ah, okay. Wir sind jetzt hier oben. Wir machen hier nochmal ein Save Game. Weil wir jetzt oben sind. Ja, wieder auf Cyrus, genau. Jetzt rennen wir mal hier durch. Ausschalten können wir die jetzt nicht, aber vielleicht finden wir hier irgendwo irgendwas, wo eine Waffe von uns vielleicht ist, die wir nutzen können. Den können wir jetzt nicht ausschalten, ne? So, und jetzt kommt... Ja! Jo! Ah! Aua! Das tut weh! Hallo! So. Hier geht's nicht weiter. Aber hier. Oh, es ruckelt! Aua. So, nein, 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 nein! Okay. So, noch einmal versuchen. Und... Ja, genau. Ging's da auch noch weiter? Nee, da ging's gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen schon darüber... Nein, hör auf. Ich kann nicht mal zurück angreifen. Jo. Ah, hier können wir auch noch hoch. Dann muss es hier irgendwo einen Weg weitergeben. Oh, es ruckelt. Es ruckelt zu heftig. Pickup Torch. So. Ah, hier haben wir mein Schwert. Pickup Equipment. Finally, my equipment. This should even the odds with the Brickton's men. So. Nice. Und da haben wir ein paar Health Potions. Was haben wir da hinten? Da haben wir auch noch ein paar Tränke. So. Würde ich sagen, jetzt machen wir noch einmal ein Save Game, um, nur um ganz sicher zu gehen. Wenn wir jetzt alle Sachen haben, dass uns nichts passiert. Ne, nicht nochmal Start, sondern hier. Können wir jetzt friedlich hier mal wieder darüber gehen. Boah, es ruckelt aber sehr, sehr viel. Ja, da kommen sie schon. Ja, komm, geh kaputt. Hallo. Wieso treffe ich den nicht? Okay, den haben wir. Nice. Nur 5 Gold? Da ist ja noch eine Tür. Müssen wir vielleicht da lang? Nein, komm, hier. Komm, kletter hoch. Ja, wenigstens das. Ja, komm, noch ein bisschen. So, da rein. Genau. So ein bisschen schneller geht auch. It's one of the pirates. Ich bin... Noch bin ich kein Pirat. Komm. Come on. So, komm. Alter. Ich hab nichts mehr für die Gesundheit. Verdammt. Excellent. Aber da sieht's aus, als würde es weiter hochgehen. Nee. Boah, ich habe keine Ahnung, wo es rausgeht.
glaube da. Ja, das sieht... Nein, das sieht doch nicht danach aus. Oder? Ah. Warte. Ah, okay. Okay, man kann mit links und rechts ein bisschen schwingen. Okay. Ja. Geht immer besser, okay. Noch ein bisschen tiefer. Gegen den will ich jetzt aber unten nicht kämpfen. So, das muss jetzt aber ein bisschen höher gehen, oder? Surrender now. Jo, gleich. You're open. Gleich haben wir's. Komm, noch ein bisschen. Komm. Kleines bisschen noch. Jetzt. Ja. Oh, geil. Kann ich jetzt hier ein Save Game machen? Zur Vorsicht. Ja, wir machen hier eins. So. Weil wir sind schon weit gekommen. Klar, keine Gesundheit mehr, aber das ist nicht mehr relevant. Nein! Okay. Gut, dass wir hier oben gespeichert haben. Okay, dann. Okay, springen funktioniert auch nicht immer. Aber das werden wir wohl schaffen. So. Und jetzt! Ja! Oh oh. Okay. Das wird kritisch. Ja, noch mal ein bisschen runter. Ich hoffe, das überstehen wir, bis wir drüben sind. Alter, warum haben die hier aber so viel Lava gebunkert? Ja. Ich hoffe, das überstehen wir drüben auch noch. Das sind nämlich sehr viele Gegner. Warte noch einmal. Ja. Hier machen wir ein Safe Game. So. Und wir rennen durch. Ich hoffe, wir müssen jetzt gegen niemanden hier kämpfen. Doch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Muss ich hier machen. Ich muss jetzt nicht den Dude da unten umbringen, oder? Irgendwas mit den Kerzen vielleicht? Der hat aber keinen Bogen da, oder? Oder ich würde sagen, wir finden das in der nächsten Folge heraus. Machen wir einen schönen Cliffhanger draus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!